Jetzt habt ihr schwarzes Bild. Dann mache ich Obey aus. Und das an und zack. Ist die Stadt da. Jetzt muss ich meine Kamera noch kurz ein bisschen versetzen. So. Genau. Und den stillen Bob noch kurz versetzen. Na. Und zwar... genau. Ne? Machen wir mal auf 10, nee, auf 18. Ah, so schön. Wunderbar. So habe ich mir das vorgestellt. Sehr gut, so lassen wir das. Ich gehe wieder ins Spiel. Und jetzt muss ich mir erstmal eine Übersicht verschaffen, was ich hier gerade am Machen war. Hier ist die Autobahn, die muss ich noch, oder die Schnellstraße, die muss ich noch weiterbauen. Genau. So, hier hatte ich angefangen, die Altstadt zu bauen aus, genau, das ist fast nur Fußgängerzone, sehr gut. Und ich brauche auf jeden Fall Industrie- bzw. Bürogebäude. Das heißt, ich würde vorschlagen, ich baue hier jetzt als nächstes erstmal ein Bürogebäudegebiet hin. Dafür brauchen wir Straße. Hier übrigens Busways, also für Busse quasi. Hatte ich mir irgendwann mal zugelegt, ist ganz cool. Kann man dann quasi Straßen und Gebiete definieren, wo nur... Was? Sub gleich Sears? Also Servus oder was? So, wir nehmen hier aber mal die normalen Straßen begrünt und ziehen die bis hier und die breitere Straße hier an der Bahn entlang, weil wir da diesen Modus für nehmen. Ja, genau. Und dann, nein, falsch, dieses hier. Da eigentlich dran anschließen wollen. Warum geht das nicht? Dann muss die Bahn muss weg. Nee, warte, das war die Mauer, die weg muss, ne? Aber ist egal, schauen wir später. So, und so. Und dann Schienen, 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 da. So, jetzt klappt es. So rum ist doch fein. Und jetzt machen wir hier noch kleine Gässchen durch. Und ich überlege, ob ich hier tatsächlich nur Busspuren durchmache oder vielleicht sogar eher, was sind das hier nochmal, auch Busstraßen, das hier sind Fußgängerzonen, genau, wir machen auch hier, bleiben wir dabei, dass wir quasi hier nur Fußgängerzone durchziehen, um die Verkehrsführung ein bisschen besser zu regulieren. Das kann man, hier kann man das machen. Wo das nicht so gut ist, ist, wenn wir Gewerbegebiete haben, weil die dann nicht beliefert werden können, wenn die nur Fußgängerwege haben. Die brauchen halt tatsächlich Straßen, damit die LKWs da drüber fahren können. Weil bei den Fußgängerwegen, die ich hier baue, können die LKWs nicht drüber fahren. So, dann brauchen wir das hier. Und das und ziehen das. So. Dann müssen wir gucken, haben wir in dem Gebiet Wasser verteilt? Jo. Sehr gut. Wie sieht denn unser Wasservorrat aus? Wir könnten nochmal neue Pumpen bauen. Was waren denn jetzt die richtige? Diese hier. So, könnte man nochmal eine neue bauen. Ist jetzt hier natürlich im Moment noch an der Altstadt. Müssen wir mal gucken, dass wir da irgendwann, wenn wir die Stadt größer gemacht haben, noch einen schöneren Ort für finden.
werden wir dann aber. So, machen wir Play. So, dann haben wir auch wieder genug Pumpen. Im Moment haben wir Auswanderung, was nicht so gut ist. Ich hoffe, dass das nicht anhält, sondern die rückgängig ist. Ja, sieht so aus. So, und dann sollte hier jetzt hoffentlich sollten dort Bürogebäude spawnen. Das tun sie. Ja, okay, nee, stimmt. Ich bin kein Österreicher. Ich bin Deutscher. Also Sub sagt mir nichts. Aber wenn es guten Abend heißen sollte, dann nimmt er es mir hoffentlich nicht böse, dass ich das nicht verstanden habe als Nicht-Österreicher. Ja. Ne? So. Industriegebiet sieht gut aus. Haben wir irgendwo höhere... Hier haben wir ein bisschen Verkehrsstau. Vor allen Dingen, warum ist denn die Karte gerade so langsam? Ich habe da eigentlich die Geschwindigkeit hochgesetzt. Na gut. Einwanderung passt. Das gefällt mir gut. Hier könnte ich mal mit meinem Traffic-Tool die Ampel wegmachen, ob es dann besser geht. Genauso wie dort. Da wir ja hier im Prinzip eine Art Kreisverkehr bauen. Was? Overground? Underground? Ah, okay. So. Ui, ich glaube, irgendwas verbraucht gerade mächtig Rechenleistung, weswegen der so langsam rechnet hier und so langsam läuft. Das wird der Stream sein. Da müsst ihr mit leben, dass er also selbst auf hoher Geschwindigkeit eher nur langsam rechnet. Hier ist auch ein hohes Verkehrsaufkommen. Vielleicht machen wir hier mal Folgendes. Und zwar... nein. Nein. Was ist das? Nein. 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 Das haben sie immer noch nicht gemacht, dass man hier Bilder quasi sehen kann, was ein bisschen schade ist. Das wäre total gut. Den brauchen wir. So. Und dann machen wir das, das, das und das mal weg. Machen. Wo habe ich hier irgendwas, was ich abreißen muss vorher? Jetzt muss ich gerade mal gucken. Nein, eigentlich nicht. Ach, das Busdepot da. Naja, machen wir den. Machen wir das mal auch weg. Na, komm her. So. Habe ich genug Geld? Ja. Ich möchte damit fortfahren. Das bauen wir gleich neu. So, und zwar. So. So. Dann brauchen wir, nehmen wir weiterhin diese Straßen mit Grünstreifen. So. So. So und hier eine normale Straße. So. Ha, da musste ich kurz husten. So. Und dann Gewerbegebiet. Und das hier mal wegmachen. Und das wegmachen. Und dann muss ich das Busdepot. Nee, nicht U-Bahn, Busse. Das Busdepot neu setzen. Das habe ich nämlich gerade abgerissen. Das setzen wir dann mal hier hin. So. Genau. Und dann machen wir wieder Play. So, und dann hoffe ich, dass sich dieser Verkehrsstau hier jetzt nach langsam auflöst, wenn er das denn tut. Oder er tut einfach gar nichts. Ui, genauso wie hier haben wir auch einen riesen Verkehrsstau. Dann müssen wir hier vielleicht auch noch was ändern. Und zwar machen wir an dieser Stelle diese Straße mal weg. Da machen wir
eine Fußgängerzone hin. So. Und machen da ein neues Wohngebiet. Da. Und da. So. Des Weiteren können wir hier auch mal die Ampeln wegmachen überall. Das kostet nämlich nur Zeit und Geld. Weg. 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 Überall, wo diese kleinen Straßen abgehen, lohnt sich das überhaupt nicht. So. So. Hier sind vor allen Dingen nur Einbahnstraßen. So. Hier muss eine hin. So. Da sind sie weg, 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 weg. Huh. Und hier muss sie weg und da muss sie weg. Da und da. Da muss sie bleiben. Ja. Weg. Kann man alles schon mal machen, ne? So, hier sind sowieso nur kleine Sträßchen. Ja. Und so. Hui, das ist die leere Brücke. Und hier löst sich der Stau langsam auf. Das ist gut. Jetzt haben wir hier immer noch Stau. Mann, das ist doch... Warum wird das hier einspurig, ja? Das ist doch Kappes. Das heißt, wir machen hier nochmal auf Pause. Ach, das weg. Und das weg. Und das weg. Und machen da das hin und das hin und das hin. So. Und hoffen, dass es jetzt besser läuft. Ja. Und der Verkehr vielleicht ein wenig nachlässt. Muss man jetzt ein bisschen Zeit geben. Schauen wir mal. Hier haben wir auch ein bisschen Rückstau, weil... Warum auch immer. Ach so, das sind Straßen in zwei... Das ist ja doof. Hier sollten wir mal Einbahnstraßen draus machen. Und zwar in diese Richtung. Hallo? Ja, und hier eigentlich da auch. Diese hier. So. So. Sehr gut. Ne, wobei das war doof eigentlich, ne? Das heißt, wir müssten aus dieser hier auch so eine machen. So, dann haben wir hier einen Kreisel gebaut, der hoffentlich ein bisschen besser vom Verkehr her läuft. Des Weiteren möchte ich hier keine Verbindung haben, weil da sonst das nur Verkehrschaos gibt. Die regeln wir mal anders. Passt auf, da brauche ich mal eben das hier. Bis dort. Und hier hinten, ne? So. Genau. So muss das. Des Weiteren Industrie hier hin. So. Genau, dann haben wir hier nämlich, ja, hier ist auch keine Straße dran, das ist auch sehr gut. Und jetzt müssen wir die Ampel noch wegmachen an diesem Kreisverkehr. Das heißt diese, diese und diese. Und jetzt hoffen wir, dass der Verkehr hier besser fließt. Wie sieht es auf der Brücke aus? Da ist immer noch Verkehrsstau hier. Und es ist schlimmer als... man sich das vorstellen kann, so ein Mist. Hier in Deutz, im Industriegebiet. Hm,
Was machen wir denn da? Was machen wir denn da? Was machen